Nach langer Abwesenheit hier im Studio heute endlich mal wieder ein Hallo zu 7 Meter von hier aus. Und wir haben heute gleich zwei junge Männer dabei, die ihr für die Heim-WM 2019 im Blick behalten solltet. Dranbleiben lohnt sich also auf jeden Fall. Und mit einem der beiden legen wir jetzt gleich los. Er kommt aus einer deutsch-kroatischen Handballfamilie und hat mit seinen 21 Jahren schon eine beachtliche Karriere hingelegt. Erfolgreicher Jugendnationalspieler, das erste A-Nationalmannschaftsspiel und ein langfristiger Vertrag beim TBV Lemgo. Tim Sutor gilt als eines der großen Talente des deutschen Handballs. Und er kann noch mehr. Liebe Lemgo-Fans, wir freuen uns über eure Unterstützung. Wir hoffen, dass ihr am Wochenende wieder zahlreich erscheint. Tim Sutor könnte hier in Zukunft öfter stehen. Am Mikrofon von Radio Lippe spricht er zum ersten Mal. Ganz neu ist das Medienmachen für den Handballprofi aber nicht. Er treibt abseits der Platte seine Zweitkarriere im Journalismus voran. Ob es am Ende Radio, TV oder Print wird, da legt er sich nicht fest. Das kann ich so jetzt nicht einschätzen. Also ich bin mehr da so ein bisschen in die Richtung gegangen, weil ich gerne schreibe und auch mit schriftlichen Sachen ganz gut zurechtkomme. Der Bereich, in dem Tim Sutor arbeiten will, ist aber schon klar: Sport. Als Journalist würde er sich selbst im Interview zu seinen vielen Vereinswechseln ausquetschen. Noch aber stellen andere die Fragen. Kein Problem für Tim. Also ich habe noch nie ein Problem gehabt, bei Interviews dann zu sprechen. Deswegen ist der Umgang mit Journalisten eigentlich immer ganz, ganz gut, ganz offen. Und ich mache das auch gerne. Deswegen hat sich dadurch jetzt nichts verändert. Auf dem Feld ist er ähnlich gelassen. Tim Sutor hat sich Respekt verdient. Mit Ruhe, Übersicht und Disziplin steuert er das Spiel, trotz seines jungen Alters. Also ich habe noch nie mit so einem Spieler zusammengearbeitet, der eigentlich vom Papier her so jung ist, aber schon über so viel Weitsicht verfügt, auch so viel Talent, aber auch den Willen hat, sich dermaßen zu verbessern. Handball ist Tims Leidenschaft. Viele andere Sportarten begeistern ihn. Gern auch mal vom Sofa aus. Gerne Fußball, Bundesliga, Basketball, jetzt zurzeit Tennis. Also könnte wirklich, wenn ich denn zu Hause auf der Couch mal bin, die ganze Zeit Sport gucken. Tim Sutor steht noch am Anfang seiner Karrieren. Am Mikrofon ist er genauso ehrgeizig wie auf der Platte. Und da träumt er vorsichtig von der Nationalmannschaft. Tim Sutor, von diesem jungen Mann wird man sicherlich noch hören. Es geht weiter mit dem TV Hüttenberg. In der Ligatabelle bilden die Hessen aktuell das Schlusslicht. Das heißt aber gar nichts für unsere Club-Challenge. Linksaußen Christian Rompf ging für Hüttenberg an den Start. 5 bis 6, 7 wäre super. Hast du viel geübt? Ich habe letzte Woche einmal geübt, sah ganz gut aus. Mal gucken, ob ich es bestätigen kann. Waren es jetzt? Bist du zufrieden? Ja, sehr. 77% ist super. Sehr. Kann man nicht sagen. Christian Rompf schlittert mit seinen 7 Treffern nur ganz knapp vorbei an Platz 1 in der Club-Challenge-Tabelle. Der führende Christian Björnsen von der HSG Wetzlar bleibt dank seiner schnelleren Zeit Erster. Berlins Bjarki Ellison hat ebenfalls 7 Treffer, brauchte aber länger und fällt auf Rang 3. Er misst 2,04 Meter. Das ist noch ein bisschen größer als dieser Zollstock hier und der ist schon ganz schön hoch und geht seit dieser Saison auf Punktejagd für die Füchse Berlin. Auf dem Feld ist Kreisläufer Erik Schmidt schwer zu stoppen, bei seinem Hobby allerdings ist das etwas ganz anderes, denn da muss er die Ruhe selbst sein. Wir durften den Nationalspieler von seiner privaten Seite kennenlernen. Erik Schmidt, einer der Europameister von 2016 in Aktion. Der Kreisläufer der Füchse Berlin weiß seinen Körper auf dem Spielfeld einzusetzen. Bei seinem Hobby ist das etwas anderes und genau deswegen fasziniert den 25-Jährigen das Tauchen.
die verschiedenen Verhaltensweisen, die dein Körper unter Wasser an den Tag legt, wenn man solche simplen Sachen macht wie einatmen oder ausatmen, wie machtlos man ist, wenn einen eine Strömung packt, die ein bisschen stärker ist, dass man im Prinzip wirklich aufpassen muss, dass man die Kontrolle darüber behält. Und diese Macht von der Natur zu spüren, das finde ich, ist immer wieder ein Highlight. Die Natur spielt auch im Berliner Aquarium eine große Rolle. Ein Stück Meereswelt zum Greifen nah. Die Faszination für das Unterwasserleben beim 25-jährigen Schmidt begann sie vor 2 Jahren im Bali-Urlaub. Und doch hat er gemischte Gefühle. Der Schutz der Meere vor Verschmutzung ist für ihn ein großes Thema. Ich glaube, jeder Mensch muss sich da an die eigene Nase packen, damit wir in Sachen Umweltverschmutzung einen Schritt nach vorne machen. Und das kann nicht gehen, wenn sich 3 Leute denken, ja okay, dann kaufe ich mal eine Plastiktüte weniger. Das Aquarium Berlin engagiert sich in diesem Punkt, genauso wie auch der Liga-Medienpartner Sky. Mit der Initiative Sky Ocean Rescue will der TV-Sender auf die Plastikmüllverschmutzung in den Weltmeeren aufmerksam machen und das Bewusstsein der Zuschauer stärken. Das Unternehmen achtet darauf, möglichst keine Einwegplastikverpackungen zu nutzen. Es gibt für mich 2 Möglichkeiten. Die eine ist, der Staat reguliert, und die andere Möglichkeit ist, die Menschen denken um. Die zweite Variante ist die deutlich einfachere, und ich finde, solche Projekte, die Sky jetzt gemacht hat, oder die Dokumentation, helfen da natürlich ein erhebliches Stück weiter. Mit gesellschaftsrelevanten Themen setzt sich Erik Schmidt gerne auseinander. Er weiß, welche Privilegien er als Profisportler hat. Das verdankt er auch seiner Familie und Freunden, die ihn immer wieder erden. Die zweite Welt neben dem Handball sollte für jeden eine sehr, sehr wichtige Welt sein, weil man behält einfach den Bezug zur Realität, wenn man sich dieses Verhältnis mit Freunden und Familien aufrechterhält und da auch ein Bewusstsein dafür schafft, dass es halt nicht normal ist, dass man mit 20 Jahren einen Vertrag unterschreibt und da das dicke Geld verdient. Reflektiert, engagiert und ein Teamplayer. Mit Spielern und Persönlichkeiten wie Erik Schmidt ist Handball-Deutschland bestens aufgestellt. Sky Ocean Rescue, eine wichtige und tolle Aktion von Sky, und wer mehr darüber erfahren möchte, der findet alle Infos auch unter dem eingeblendeten Link. Die aktuelle Tabelle und die Übertragungstermine des 22. Spieltags gibt's jetzt für euch. Ein Spiel weniger auf dem Konto und trotzdem an der Spitze. Die Rhein-Neckar-Löwen liegen weiter auf Rang 1. Es folgen die Recken aus Hannover, die Füchse Berlin und die SG Flensburg-Handewitt. Dahinter bleibt es eng zwischen Kiel, Magdeburg und Melsungen. Die zweite Tabellenhälfte wird vom TBV Lemgo angeführt, gefolgt von Göppingen und Minden. Die beiden Abstiegsränge belegen Ludwigshafen und Hüttenberg weiterhin punktgleich. Am Donnerstagabend startet Spieltag 22 live auf Sky. Hannover kämpft gegen Kiel um den Anschluss an die Tabellenspitze. Die Füchse empfangen den SCD HFK Leipzig zum Ostderby. Der SC Magdeburg erwartet frisch auf Göppingen, und Hüttenberg hat die SG Flensburg-Handewitt zu Gast. Außerdem trifft Erlangen auf Minden. Alle Übertragungen live ab 18.30 Uhr auf Sky. Weiter geht es dann am Sonntag ab 12 Uhr. Melsungen spielt gegen Lemgo und Wetzlar trifft auf Lübbecke. Wichtige Punkte im Abstiegskampf werden ab 14.30 Uhr im Spiel zwischen den Eulen Ludwigshafen und dem TVB Stuttgart vergeben. Zum Abschluss des Spieltags zeigt Sky Sport News HD ab 21.30 Uhr alle Partien in der Zusammenfassung. Zum Schluss noch die Info, dass ihr euch den 7. März vormerken solltet, denn da kommen wir wieder mit der nächsten Folge 7 Meter. Vielen Dank fürs Reinschauen heute und bis bald. Tschüss.